Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Ich möchte mich bei dir bedanken. Wir sind jetzt 500, 500 Menschen, die meinen Kanal abonniert haben, trotz der vielen Pausen. Danke dafür. Pausen, ein gutes Stichwort. Ich fahre morgen für eine Woche in den Urlaub. Das heißt, eine Woche werden keine Videos auf meinem Kanal kommen. Ist aber meiner Meinung nach nicht gerade schlimm. Wir befinden uns ja sowieso im Sommerloch, wo so gut wie gar nichts auf YouTube Deutschland passiert. In den Kommentaren wurde bereits öfters der Wunsch geäußert, dass ich eine Endcard einfüge. Ganz ehrlich, ich finde sie unnötig. Das ist aber meine persönliche Meinung. Da ihr aber meine Zuschauer seid und euch das Video gefallen soll, entscheidet ihr darüber. Einfach oben rechts auf das i drücken und eure Meinung dazu abgeben. Danke. Jetzt kommen wir aber zum Hauptgrund, wieso ich dieses Video gemacht habe. Ich möchte mir Unterstützung suchen. Aber wieso? Mein YouTube-News-Kanal läuft sehr gut, jedoch habe ich öfters Probleme, die Neuigkeiten zu finden, da ich keine Zeit und Lust habe, mir alle Videos von großen YouTubern anzugucken. Es sind aber nicht nur die Videos, sondern auch Tweets auf Twitter, Instagram und Snapchat, die teilweise für mich als News-YouTuber interessant sind. Ich suche jetzt also von euch jemanden, der viel auf YouTube, Twitter, Instagram oder Snapchat unterwegs ist und mich dann über Skype, Twitter oder E-Mail auf YouTube-News relevante Themen aufmerksam machen kann. Aber nicht nur hierbei könnt ihr mich unterstützen. Mir ist aufgefallen, dass ich so gut wie nur das männliche Publikum anspreche. Das möchte ich ändern. Ich plane, einen Kanal namens YouTube News Lifestyle zu eröffnen. Dort werde ich Inhalte hochladen, die für den normalen YouTube News Kanal zu unrelevant sind. Ein Beispiel. Ein Krimineller hat, glaube ich, vor ein paar Wochen mithilfe Dagibis EC-Karte ihr unrechtmäßig Geld entwendet. Derartige Themen werde ich dann auf dem YouTube News Lifestyle Kanal behandeln. Ebenfalls habe ich schon seit Wochen vor, einen Kanal zu eröffnen, der Clickbait der Realität entgegensetzt. Also ein Zusammenschnitt aus Thumbnails und Titeln, die Falsches versprechen und der Realität in den Videos, die sich dahinter verbirgt. Ein Beispiel. Concrafter hat ein Video namens iPhone im 10 € Überraschungspaket hochgeladen. In dem Video erfährt jedoch der Zuschauer, dass es sich nicht um ein wirkliches iPhone handelt, sondern Concrafter nur eine iPhone-Schutzhülle bekommen hat. Alle drei Kanäle kann ich auf keinen Fall alleine stemmen. Aus diesem Grund suche ich ein Team. Zum einen suche ich, wie gerade erwähnt, Zuschauer, die mich auf YouTube News relevante Themen aufmerksam machen. Zum anderen Leute, die direkt auf Videos Einfluss nehmen. Damit meine ich zum Beispiel Skript schreiben, Skript vertonen, Video bearbeiten oder Thumbnail erstellen. Versteht mich nicht falsch, ich suche nicht für jeden Punkt jemanden, der das macht. Ich hoffe halt nur, dass von einigen Punkten mir Arbeit abgenommen wird. Ich möchte ehrlich sein, ich kann euch finanziell derzeit nichts bieten, da ich selber mit dem YouTube-Kanal keinen Cent verdiene. Ihr habt jedoch die Möglichkeit, zu dem Wachstum der Kanäle beizutragen, Erfahrungen zu sammeln, euch weiterzubilden, in einem netten und freundlichen Team zu arbeiten und etwas Richtiges leisten zu können, was einige hundert Menschen unterhält, Tendenz steigend. Das kann ich euch derzeit anbieten. Ich hoffe, es gibt wenigstens einen von euch, dessen Interesse ich jetzt geweckt habe. Schreibt mir doch eine E-Mail, würde mich freuen. Wenn du jemanden kennst, der Interesse haben könnte, mach ihn doch bitte auf dieses Video aufmerksam. Danke, dass du bis hierhin dran geblieben bist. Tut mir leid wegen der etwas lahmen visuellen Gestaltung. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag.